ihm selbstgenannte bürgerliche Koalition der Mitte bilden will. Welch ein Etikettenschwindel! Ich rufe Ihnen hier aus Magdeburg zu, als Familienvater, als Offizier und als zutiefst bürgerlicher Mensch. Ich rate Ihnen, zeigen Sie und klar feststellen, die Menschenrechte in Deutschland dürfen niemals abhängig von einer Impfung und einem PCR-Test sein. Sie stellen uns allen von Geburt an und immer zu. Das ist doch der Grund. Am 6. Juni bei der großen Freiheitswahl in Sachsen-Anhalt wählt die Freiheit, wählt die AfD, solange ihr noch frei wählen könnt. Genau. Das war, meine sehr geehrten Damen und Herren, war Dr. Hans Thomas Tischneider. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Redner. Er ist Mitglied des Landtages. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender unserer AfD-Fraktion. Und ich blicke in die Gesichter von Menschen, die sich um ihre Zukunft, um ihre Familien, um ihre Enkel
Messer bitte mitnehmen. 19 Virus haben, was so schlau ist, dass es praktisch kurz vor der Landtagswahl seine Arbeit einstellt. Nichts hat das mit der Bundesnotbremse zu tun. Es hat damit was zu tun, dass wir wunderbares Wetter haben und dass wir eigenverantwortlich uns selbst schützen. Damit hat Merkel nichts zu tun. Diese Frau will aus ihrer Familie, ihre Arbeitskollegen, sprechen Sie alle an, rufen Sie die Worte an, machen Sie Dank. Am Sonntag muss jeder, der laufen kann, muss in die Wahlkabine und muss ein Kreuzchen bei der AfD machen, damit wir in diesem Land wirklich etwas ändern, meine Damen und Herren. Und ich sehe schon voraus, wir haben, und ihr habt den Sachsen-Anhalt, ihr habt 5 Jahre lang die CDU vor euch hergejagt. Die sind eingebrochen, das hat den Innenminister gekostet und so weiter und so fort. Die wanken nur noch irgendwie in der Hoffnung, am Sonntag durch die Ziellinie zu kommen. Und ich habe eine Bitte an Sie, an alle Sachsen-Anhaltiner, die am Sonntag zur Wahl mit uns wählen. Versetzen Sie der CDU am Sonntag den politischen Fangschuss, meine Damen und Herren. Ich zähle auf Sie und ich wünsche uns allen viel Erfolg. Schönen Abend noch. Viel Erfolg, viel Glück, auf geht's, AfD!